Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück bei dem, was letzte Woche wichtig war. Heute gibt's mal eine etwas kürzere Folge, da wir letzte Woche ja ein bisschen später in die News gestartet sind. Deswegen haben wir diese Woche ein wenig weniger Themen und demzufolge sind auch die News ein wenig kürzer. Wir starten heute mit der FlyJSIM Q4XP. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, es handelt sich dabei um eine Dash 8 Q400, die von FlyJSIM ganz frisch für X-Plane 11 umgesetzt wird. Aus meiner Sicht sieht dieses Ding in den Previews, die wir bisher erhalten haben, wirklich fabelhaft aus. Und jetzt gibt es neue Previews. Und zwar nicht nur neue Previews in Bildform, sondern auch in Textform, in der der Entwickler einige Erläuterungen zum Flugzeug macht und kurz beschreibt, wie weit es eigentlich ist und wann wir eventuell mit einem Release rechnen dürfen. FlyJSIM plant in diesem Flugzeug kein Custom FMC einzusetzen, sondern das Dash 8 Q400 eigene UNS. Ich habe mich jetzt nicht gesondert damit beschäftigt, was das ist, aber es ist das Custom FMC der Dash 8, das realgetreu umgesetzt werden soll und ebenfalls dafür Sorge zu tragen hat, dass alle Daten des Flugzeugs, wie zum Beispiel Sensordaten, Umwelteinflüsse, Approach Handling, Speeds und so weiter, mit berücksichtigt werden. Außerdem gab es dazu noch zwei weitere Screenshots und eine ganze Reihe Videos, die die UNS-Funktion demonstrieren sollen. Die habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Aus meiner Sicht sieht das sehr cool aus, was die da machen, und deswegen wäre es für euch wahrscheinlich ebenfalls interessant, da einfach mal reinzuschauen. FlyJSIM ist ja generell dafür bekannt, sehr qualitativ hochwertige Produkte zu erstellen. Die 737-200 und die 727 gefallen mir persönlich sehr gut und deswegen denke ich, dass die Q400 ebenfalls ein sehr hohes Niveau besitzen wird. Ich freue mich persönlich sehr auf diesen Flieger und hoffe natürlich, dass er bald herauskommt, damit wir ihn endlich in seiner vollen, visuellen und systemtechnischen Pracht genießen können. Und als zweites Flugzeug für den X-Plane haben wir den Inibels A300, aber diesmal nicht in der Frachtversion, sondern in der Passagierversion. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung der Frachtversion, deren Release-Date allerdings leider unbekannt ist. Die Frachtversion des A300-600 für X-Plane 11 soll im August 2020 herauskommen, auch wenn leider weiter unklar bleibt, wann genau im August. Die Passagierversion hat allerdings bisher kein Release-Date. Es ist nur bekannt, dass sie als Freeware-Erweiterung des A300 der Frachtversion herauskommen soll. Das heißt also, dass alle diejenigen, die sich die Frachtversion gekauft haben, die Passagierversion for free obendrauf erhalten werden. Sollte sich an den Daten zur Passagierversion irgendetwas ändern, also sollte zum Beispiel ein Release-Date herauskommen, dann werdet ihr darüber natürlich wie immer von mir informiert. Und dann haben wir noch ein Flugzeug für X-Plane 11, in diesem Fall handelt es sich aber um eine Freeware. Und zwar den Freeware A321 Neo, über den wir hier schon häufiger mal gesprochen haben und der, wie ich finde, sehr vielversprechend aussieht. Im Hintergrund laufen gerade einige weitere Progress-Screenshots durch, da könnt ihr euch ja mal anschauen, was der Entwickler gerade macht und wie er damit vorankommt. Auf deren Discord kann man das Ganze ebenfalls sehr gut verfolgen, da haben die nämlich einen eigenen Progress-Channel, in dem sie regelmäßig Bilder posten, die zeigen, was sie da eigentlich machen und wie weit sie damit sind. Im Moment geht es hauptsächlich um das MCDU-Popout. Nicht nur um das Popout selber, sondern auch um den Code, der dahinter steht und um diverse Dinge, die man mit diesem Popout tun kann. Mittlerweile kann man auch über das Popout die MCDU bedienen, diverse Sachen einfügen und das Ganze sieht ziemlich authentisch aus. Die Farbgebung stimmt und man kann eben Sachen eingeben. Für ein Freeware-Projekt finde ich das ziemlich cool. Wer weiß, wie sich das noch weiterentwickelt, ich hoffe natürlich das Beste. Vom Außenmodell haben wir zwar seit einiger Zeit nichts mehr gesehen, momentan scheint es aber wie gesagt eher um die inneren Werte zu gehen, die natürlich genauso wichtig sind und nicht vernachlässigt werden dürfen. Falls ihr also Lust haben solltet, da mal reinzuschauen, um den Fortschritt dieses Flugzeugs verfolgen zu können, dann habe ich euch in der Videobeschreibung den Discord-Link zum Discord des Entwicklers gepostet. Da könnt ihr reinschauen, dann seht ihr den Progress-Channel und könnt euch selber darüber informieren, falls euch dieses Flugzeug interessieren sollte. Ich für meinen Teil werde den Fortschritt dieses Flugzeugs auf jeden Fall weiterverfolgen und dann, wenn sich größere Dinge tun, auf jeden Fall auch davon berichten. Und wenn er dann fertig ist, werde ich ihn mir auf jeden Fall herunterladen. Dann gibt es nicht nur Testflüge damit, wir machen vielleicht auch mal einen Streamflug mit dem Teil, sondern vor allen Dingen gibt es auch ein Review davon. Und wovon es ebenfalls ein Review geben wird, das ist die Freebie 747-400, die ich letztes Wochenende im Stream nach Amsterdam geflogen bin.
Diverse Leute hatten sich mal eine detaillierte Meinung dazu von mir gewünscht, die ich aber nicht unbedingt mal ebenso in Form eines Kommentars während eines Livestreams abgeben kann, und deswegen habe ich mir gedacht, dass es für den ein oder anderen vielleicht interessant wäre, da mal ein Review von zu machen. Genau das wird auch passieren, allerdings dauert es noch eine Weile, bis das Review auf YouTube hochgeladen werden kann. Das hat damit zu tun, dass ich im Hintergrund noch diverse andere Projekte am Laufen habe, die ich erstmal fertigstellen möchte. Zuerst wären da das zweite und dritte Video des Reviews zur 737 Max und dann als zweites Projekt, und das ist bei weitem das umfangreichste und auch komplizierteste, was ich bisher für YouTube gemacht habe, das Raw Data Tutorial, das in Zusammenarbeit mit Matthias entsteht. Vor allen Dingen dieses Raw Data Tutorial verbraucht unglaublich viel Zeit und unglaublich viel Ressourcen meinerseits. Das bedeutet also, dass hier unglaublich viel Zeit und Arbeit reinfließt. Das hat also auf jeden Fall Priorität, zumal ich in letzter Zeit gute Fortschritte damit gemacht habe. Das heißt also, dass das Raw Data Tutorial auf jeden Fall zuerst kommen wird, und wenn das fertig ist, dann kann ich mich dem Review der 747-400 widmen. Das mag zwar für den ein oder anderen vielleicht ein wenig spät sein, ich persönlich mag es aber, Videos zuerst fertig zu haben und erst danach neue Projekte anzufangen. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Und damit sind wir mit den Flugzeugen für X-Plane 11 heute auch schon durch. Kommen wir also zu den Szenerien. Aerosoft hat nämlich Ostfriesland für X-Plane 11 herausgebracht, oder wie man es selber intern bezeichnet, Aerosoft German Islands 1. Dieses Add-on beinhaltet unter anderem Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog und Wangerooge. Aber nicht nur die entsprechenden Inseln, die fotoreal abgebildet sind, das heißt Autos besitzen, und Custom-Objekte haben, das bedeutet also, dass die gesamte Insel handplatziert wurde und damit 1:1 so aussieht wie in der Realität, sondern sie beinhaltet auch die verschiedenen Airports auf den Inseln: EDWR, EDWJ, EDWY, EDWZ, EDWL und EDWG. Mit diesen Airports haben wir dann also eine gute Gelegenheit, kleinere Ausflüge auf schöne Ferienziele an der deutschen Nordseeküste zu unternehmen. Aerosoft Ostfriesland kostet im Aerosoft-eigenen Store auf der Website 29,90 Euro. Falls irgendjemand von euch diese Szenerie schon hat, wäre es super, da in den Kommentaren mal ein bisschen drüber zu quatschen. Einfach um herauszufinden, wie ihr die Szenerie umgesetzt findet und ob ihr meint, dass der Preis von knappen 30 Euro gerechtfertigt ist. Und am Ende von X-Plane kommen wir dann nochmal kurz zu Plugins, und zwar zu X-Ambience. Bei diesem Programm handelt es sich um eine Wetterengine, keinen Wetterinjektor. Das heißt also, dass damit die Darstellung des Wetters, der Himmelstexturen und vor allen Dingen der Wolken stark verbessert und verändert werden soll, dass aber keine Möglichkeit besteht, das Wetter selber zu generieren. Das heißt also, dass, wenn man dieses Plugin benutzen möchte, immer noch ein externer Wetterinjektor nötig ist oder man die Wetterinjektor-Funktion von X-Plane nutzen muss. Der Entwickler von X-Ambience, die nennen sich HST Simulations, hat schon seit längerem angekündigt, dass bald eine neue Produktversion herauskommen soll. Die featuret unter anderem neue Himmelsfarben und Himmelstexturen, es wird aber ebenfalls volumetrische Wolken zu sehen geben. Wie man im Hintergrund auf den Screenshots erkennen kann, sehen die wirklich gut aus. Das ist ähnlich wie das, was der MSFS macht, das Prinzip dürfte also ziemlich gleich oder zumindest sehr ähnlich sein und sieht sehr vielversprechend aus. Die Standardwolken im X-Plane sind bisher nämlich nur 2D und erzeugen durch geschickte Trickeffekte den Effekt 3D auszusehen. Volumetrische Wolken sind aber, so wie der Name sagt, wirklich 3D. Das heißt also, dass man durch sie durchfliegen kann und dass sie nicht einfach nur so aussehen, als wären sie da, sondern wirklich in 3D am Himmel stehen. Das kostet in der Regel zwar wesentlich mehr Ressourcen als normale 2D-Wolken, sieht aber auch entsprechend besser aus und ist deswegen eine sehr vielversprechende Zukunftstechnologie. Das Einzige, was mir zu diesen Wolken bisher negativ aufgefallen ist, sowohl im MSFS als auch bei dem, was wir bei X-Enviro oder jetzt X-Ambience auf den Screenshots im Hintergrund sehen, ist, dass mich das irgendwie ein wenig an Seifen- oder Shampoo-Schaum erinnert. Vielleicht geht es nur mir so, aber irgendwie sehen die wirklich frappierend ähnlich aus. Und das ist ein bisschen seltsam, denn damit käme ich mir immer so vor, als würde ich in eine gerade frisch aufgeschäumte Badewanne eintauchen. Nichtsdestotrotz sehen diese Wolken auf jeden Fall wesentlich besser aus als das, was X-Plane derzeit zu bieten hat. Demzufolge freue ich mich auf dieses Plugin und werde mal schauen, wie viel das Ganze dann kostet und ob es seinen Preis eventuell wert ist. Denn wenn es den Preis wert sein sollte, dann ist das vielleicht eines der ersten Wetterdarstellungstools, das ich mir für X-Plane holen werde.
Der Release von diesem Produkt soll noch in 2020 sein. Eine kleine Textzeile unter einem der Bilder, von dem Entwickler geschrieben, bedeutet: We will introduce volumetric clouds in 2020. Das interpretiere ich als: Release wird noch dieses Jahr sein, auch wenn natürlich unklar ist, wann dieses Jahr, und es theoretisch bedeuten könnte, dass das erst irgendwann Ende Dezember kommt. Wie auch immer, das werde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen. Wenn es dafür irgendwelche Neuerungen geben sollte, werdet ihr natürlich darüber informiert. Und damit sind wir mit dem X-Plane durch und wechseln kurz zum Prepared, da haben wir nämlich noch zwei kleinere Sachen. Als allererstes geht es um die Captain Sim 767. Wie mir selber gerade erst heute bekannt geworden ist, hatte das Ding bisher keinen Wingflex. Was ich persönlich ziemlich merkwürdig finde, da es sich dabei um ein extrem teures Produkt handelt, schließlich kostet dieses Teil in der Basisversion, und das auch noch heruntergesetzt, im Moment fast $100. Und das dann ohne Wingflex herauszubringen, das ist irgendwie schon ziemlich dreist. Aber anyways ist der Wingflex jetzt in einem Fix hinzugefügt worden, das auch noch for free, sodass es jetzt zumindest in der Hinsicht nichts mehr gibt, worüber man sich beklagen könnte. Besser aussehen als das im X-Plane tut das anscheinend auch noch. Ich habe euch in der Videobeschreibung einfach mal ein kleines Video verlinkt, in dem ihr euch anschauen könnt, wie das Ganze aussehen soll. Und dann ganz am Ende haben wir noch einen kleinen Hotfix von Quality Wings für ihre gesamte 787-Flotte. Das da war gerade Leo, der wollte sich auch mal zu Wort melden. Aber kommen wir von Katzen nochmal einmal kurz zurück zur Quality Wings Hotfix, denn da gibt es nicht nur das Wetterradar, das diverse Sachen verbessert bekommen hat, sondern ebenfalls die Holding Pages in der FCU. FCU ist zwar, glaube ich, Airbus-Sprech, aber egal, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, im FMC auf jeden Fall. Da gab es einige seltsame Fehler, die passieren konnten, wenn man Holdings eingegeben hat oder Holdings verlassen wollte. Die sollen jetzt gefixt worden sein, genauso wie die Connection des Wetterradars zu verschiedenen Wetterinjektoren, wie zum Beispiel Active Sky oder FS Global Real Weather. Damit sollen Darstellungsprobleme behoben worden sein und außerdem das Problem, dass eventuell gar nichts dargestellt wurde. Es gibt noch eine ganze Latte weiterer Features, die neu hinzugekommen sind oder die gefixt wurden. Die komplette Liste findet ihr wie immer verlinkt in der Videobeschreibung. Ganz fertig sind wir mit der Szenerie für X-Plane allerdings noch nicht. Orbex ist mir gerade noch kurz dazwischen gegrätscht, denn die haben angekündigt, die Balearischen Inseln für X-Plane umsetzen zu wollen. Das Ganze bewegt sich in der True Earth Serie. Das bedeutet also, dass wir hier eine sehr realgetreue Umsetzung dieser Insel erwarten dürfen. Das Produkt nennt sich True Earth Balearic Islands for X-Plane 11. Das beinhaltet unter anderem Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera und die ganzen anderen kleinen Inseln, die rund um diese etwas größeren Inseln verstreut liegen. Die Qualität bei Orbex ist bisher nie ein Grund zur Beanstandung gewesen, vor allen Dingen nicht bei den True Earth Serien. Deswegen glaube ich auch in diesem Fall nicht, dass wir hier irgendetwas haben, was negativ auffallen wird. In der Feature-List steht unter anderem drin, dass man eine 60 cm pro Pixel Auflösung haben möchte. Das heißt also, dass wir Bodentexturen bekommen, die eben dem realen Vorbild entsprechen, also Orthos, und das auf allen Inseln, nicht nur den großen, sondern auch den kleinen. Dazu handeditierte und handplatzierte Gebäude, bei den größeren davon auch genau die, die da in der Realität stehen, und ein sehr detailliertes Mesh. Und da Orbex-Szenerien zumindest meines Wissens nach bisher noch nie irgendwelche Qualitätsprobleme hatten, gehe ich auch hier davon aus, dass dieses Produkt qualitativ sehr hochwertig sein wird. Ich persönlich fliege relativ gerne nach Mallorca und auch die umliegenden Inseln dürften für den ein oder anderen aus der Community definitiv ein nettes Ausflugsziel sein. Und mit der neuen True Earth Balearic Island Szenerie von Orbex dürfte das Ganze dann nochmal um einiges besser werden. Denn wie gesagt, Orbex Szenerien sehen nicht nur fantastisch aus, sondern sind auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis in der Regel sehr angemessen. Das ist also eine Szenerie, auf die ich mich sehr freue und, wenn sie weiterhin angemessen sein sollte, ich sie mir auf jeden Fall auch holen werde. Und damit war's das auch schon für dieses Video. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wir sehen uns jetzt im nächsten Stream oder im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen und warmen Tag und sag auf Wiedersehen. Macht's gut!